Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und Und Michael, der Kameramann dabei. wir sind wieder da, wir sind wieder in Deutschland und das schon ein paar Tage länger. Und heute ist der allerletzte Film, den wir euch gerne vorstellen möchten. Und zwar ein paar Inspirationen aus Sevilla und auch aus Sevilla bei Annette und Graham. Und wir fangen nämlich gleich an, eine ganz kleine Rundreise durch die Stadt zu machen, durch Sevilla. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute mit diesen andalusischen Inspirationen Freude machen. Danach geht es dann nochmal weiter bei Annette und Graham zu Hause. Da bekommt ihr ein paar Eindrücke, wie sie da so leben. Und wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich bedanken an Annette und Graham und auch an Raquel, an unsere lieben Freunde, alle, die da leben, die uns eine wunderschöne Zeit gegeben haben. Oder, Micha? Ja, das finde ich auch. Total. Absolute Herzensmenschen. Aber wenn ihr jetzt ein paar Inspirationen von Sevilla mal sehen möchtet, und ja, dann bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und es ist jetzt relativ früh morgens, jetzt sind wir hier in Sevilla. Und guck mal, Micha, hier, wenn man hier einmal so hoch guckt, der Turm ist relativ neu gebaut worden, weil im Grunde war es eigentlich so hier in Sevilla, dass die Kathedrale das höchste Gebäude hier in Sevilla war und da war man super stolz drauf. Und deswegen waren auch die Einwohner nicht gerade so erfreut, als dieser Turm gebaut worden ist. Mittlerweile ist es so in den Jahren, dass da unten auch Geschäfte, da waren wir, glaube ich, drin, Micha, ne? Da waren wir drin, ja. Genau, vor einigen Jahren, jetzt, ich glaube, vor 3 Jahren waren wir das letzte Mal hier. Da sind ganz viele Geschäfte auch unten drin und Büros und, und. Also, das ist jetzt so eben so diese Veränderung. Und wenn man jetzt rechts rüber guckt, wo wir jetzt gleich hingehen, das ist so der alte Bereich von Sevilla, und zwar nennt sich der Bereich Triana, und da ist es super schön. Da sind nämlich die ganzen Keramikfabriken und da gibt es auch noch diese richtig schöne mediterrane Keramik, die bunte, die ihr ja auch kennt. Und ich würde sagen, da gehen wir gleich rüber. Wir gehen auf alle Fälle mit euch nachher nochmal zur Kathedrale. Die ist wunderschön, die hat einen riesen Glockenturm, die macht eine Stimmung jedes Mal, wenn die Glocken losgehen. Das ist fantastisch. Und was da auch besonders ist, dort ist Kolumbus, die Gebeine sind von ihm seit einigen Jahren dort. Da hat Sevilla sehr drum gekämpft und auch der liegt da in der Kathedrale. Aber bevor wir darüber gehen und auch zum Plaza de España, auch wunderschön, gehen wir einmal kurz jetzt nach Triana. Jetzt haben wir gerade schön was gefrühstückt, schön Ei mit Iberico und ein schönes Toast mit Café con Leche. Und jetzt hier in Triana, das sind diese alten Geschäfte hier, diese Keramikgeschäften, und hier kann man das sehen, alles aufwendig, Handarbeit, guck mal, wie wunderschön. Und bis heute noch, wenn wir gleich mal rüberschwenken auf die andere Seite, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen hier mit dem, was wir drehen. Es lohnt sich, da einfach mal reinzugehen, da kriegst du alles, da kriegst du Becher, da kriegst du, vielleicht kann man hier vorne einmal mal eben reingucken. Ja, also wunderschöne Dinge, die man natürlich zu Hause super dekorieren kann und perfekt für eine Tischdeko. Wir sind jetzt hier mal schnell reingegangen, weil hier ist die alte Keramikfabrik von Triana. Und guck mal hier, wir gucken einfach mal, wir schwenken mal rüber, guck da mal hinten. Da unten sieht man sogar die alten Öfen, die alten Brennöfen. Und genau, das ist hier ein altes Museum. Hier wurde lange noch Keramik gemacht. Und es lohnt sich hier, das einfach mal zu besuchen. Im Geschäft durften wir leider nicht filmen, aber wir haben einiges dort gekauft. Und das ist wirklich wunderschön. Hier habe ich zum Beispiel aus Keramik, was man an die Wand machen kann. Da kann man super auch das in die Deko reinlegen, auch mit Sukkulenten. Guck mal, wie toll die das gemacht haben. Dann haben wir hier noch mal so ein paar Becher, ganz bunt, also so typisch sevillanisch. Und hier für die Kinder noch mal haben wir ein bisschen was bekommen. Aber wir sind hier jetzt noch mal schnell ins Museum reingehopst. Bevor man nämlich reingeht, kann man hier noch mal sehen, hier diese ganz alten, das sind Kacheln.
Und guck mal hier, die wunderbaren Muster und die Farben, also die sind wirklich sehr alt. Ich muss nachher mal meine Freundin fragen, die ist hier Touristenführerin, die kennt das hier wirklich wie aus dem FF. Aber es lohnt sich wirklich, hier einfach mal reinzugucken. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Fluss, hier schon in Sevilla Zentrum. Und wenn man hier hinter mir guckt, hier ist es richtig schön zu Weihnachten. Da wird ein riesenlichen Baum, wie wir ihn kennen, sondern ein riesen Kegel aufgestellt, der leuchtet, super bunt ist. War am Anfang sehr komisch für uns. Auch hier der Weihnachtsmarkt mit der Eisbahn war einfach nur mit Kinderschokolade und Churros und Kaffee con leche. Und das war es eigentlich, keine Bratwurst. Es ist anders, aber wunderschön. Wenn man nach rechts guckt, da ist das Hotel Alfonso. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil viele Bäume davor sind. Sehr exquisit, wunderschön drinne und natürlich überall der maurische Touch. Daneben hinten ist die Tabakfabrik. Viele kennen das vielleicht von der Oper Carmen. Und Carmen hat drüben früher gearbeitet in dieser Tabakfabrik. Und das ist eine schöne historische Geschichte und absolut sehenswert. Es ist jetzt eine Universität und wunderschön. Auf der anderen Seite jetzt, wo wir gleich hingehen, zur Kathedrale, wenn wir da so rüberschwenken, da geht es jetzt gleich runter in die richtig schöne Altstadt. Unten ist auch die Alameda, da ist Laura früher zur Schule gegangen. Und ihr seht dann, ist überall der maurische Touch von damals, sehr oriental, gemütlich und einfach wunderschön. Unser Lieblingsplatz nicht, aber er ist so wunderschön, weil gerade hier in den Gassen, da gehen wir meistens mit unseren Freunden Tapas essen. Da ist es wunderschön, da sind Höfe, da haben wir Ruhe, da sind keine Straßen, das ist wirklich klasse. Aber hier hinter mir ist der Königspalast. Der ist so schön, der hat fantastische Gärten, absolut sehenswert. Und es wurde da gedreht, ich sag Star Wars, Micha, genau, Star Wars, eine kleine Passage, aber auch Game of Thrones. Genau, da wurde das auch gedreht, also super schön. Und genau gegenüber, da haben wir jetzt die Kathedrale und die ist bombastisch. Die ist riesengroß, innen drin ist sie wirklich der Oberhammer. Das geht wirklich absolut nochmal tierisch in die Tiefe hinweg, also ist sehr breit, hat einen riesen Glockenturm und der macht absolut eine tolle Musik. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich denke mal, wir gehen jetzt noch mal zum spanischen Platz. So, ihr Lieben, und jetzt sind wir hier nämlich mit der ganz lieben Raquel, weil die gehört nämlich zu unserer Familie. Zumindest ist sie unser Herzensmensch und die lebt hier in Sevilla und ist hier sogar Touristenführerin und meines Erachtens die allerbeste ever. Und das sagt nicht nur ich, das sagen wirklich ganz viele. Und Raquel ist wie ein Buch. Wenn du sie was fragst, weiß sie alles. Egal ob über Pflanzen, historische Sachen und. Oft schicke ich einfach mal Bilder und frage Raquel, was könnte das sein? Und Raquel hat immer die Antwort. Und Raquel fragen wir nämlich jetzt hier beim Plaza de España. Wir finden diesen Platz nämlich so wunderschön. Und vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, wann wurde der erbaut und warum? Das Warum ist ganz wichtig, denn Spanien Anfang des 20. Jahrhunderts schließt sich so langsam der Industrialisierung an. Und um das Europa zu zeigen, dass wir eben nicht nur noch ein landwirtschaftlich genutztes Land sind, organisieren sie diese Ausstellung. Es ist keine Weltausstellung, so wie wir das kennen, alle 4 Jahre, sondern eine thematische Ausstellung, organisiert von Spanien mit Hilfe von Portugal, um eben diese Entwicklung zu zeigen. Und sie setzen die Gastgeberstadt nach Sevilla. Und dafür wird als Symbol dieser Spanienplatz gebaut. Wenn man sich den mal anschaut, der ist ja halbrund, sehr groß, über 10.000 Quadratmeter. Halbrund und interessant, er ist nicht geschlossen. Er öffnet, um mit offenen Armen die Besucher willkommen zu heißen. Denn das andere Kapitel ist natürlich das Ende der Kolonialzeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Denn diese Ausstellung heißt Iberoamerikanische, also zwischen der iberischen Halbinsel, Spanien, Portugal und Amerika, Mittel- und Südamerika. Man wollte also die ehemaligen Kolonien, jetzt unabhängige Länder, auch einladen, damit sie eben Europa auch ihre Ressourcen zeigen können. Und hier ist richtig was los. Also hier hinten, hinter uns ist gerade eine wunderbare Gruppe, eine Flamenco-Tänzerin, Entschuldigung,
Das ist der Hammer. Also wenn ich wirklich Gänsehaut kriege, dann, wenn ich das sehe. Weil so viel Emotionen, und das kommt hier direkt aus Sevilla, oder? Bin ich da richtig? Der Flamenco. Die Experten streiten sich ein bisschen. Der Flamenco kommt aus dem Süden, also wir sind die Wiege. Aber ob es nun Sevilla, Jerez, Granada, ich will mich da nicht festlegen. Ich bin kein Wissenschaftler in der Hinsicht, aber okay, auf jeden Fall der Süden. Genau. Und was hier auch noch gemacht wird, viele Events und auch für Filme wurde das hier schon als Kulisse genutzt. Und da hatten wir zum Beispiel Lawrence von Arabien ist ein Teil hier gefilmt worden. Das große, das mittlere, zentrale Gebäude war das Hauptquartier zum Beispiel. Sequenzen von Star Wars ist hier gedreht worden. Man sieht Prinzessin Leila mit dem kleinen Roboter durch die Galerien laufen. Aber auch Firmen mieten dieses Gelände an, wie Dior. Die haben hier im Frühling ihre Cruiser-Kollektion vorgestellt. Alles in schwarz, rot, Flamenco-Farben mit Flamenco. Also wirklich unglaublich. Und ja, wer möchte, kann diesen Platz anmieten für ein Event. Also ihr seid herzlich willkommen. Immer gerne. Und ihr wisst, wenn ihr eine gute Touristenführerin braucht, Raquel, kann ich nur empfehlen und da seid ihr wirklich gut aufgehoben. Aber wir wollen euch noch mal zeigen, hier gibt es jetzt wirklich hier diese verschiedenen Plätze, wo man sich hinsetzen kann, was wirklich wunderschön gemacht worden ist. Und wir zeigen euch mal eins davon. Dieser Spanienplatz hat seinen Namen ja nicht ganz umsonst, denn tatsächlich, wenn man gut zu Fuß ist, kann man in 5 Minuten einmal quer durch Spanien gehen. Denn jeder dieser einzelnen Nischen, die wir hier haben, entspricht einer der Provinzen Spaniens. Natürlich damals, Anfang des 20. Jahrhunderts. Spanien hat das auch damals ganz geschickt gehandelt, dass niemand sich beschweren kann, warum bin ich auf der Nordseite, wenn ich doch im Süden liege, sondern man hat diese Provinzen alphabetisch angelegt, von A nach Z, also kein Problem. Das heißt natürlich auch, der Norden, der Süden, West und Osten sind bunt gemischt. Interessanterweise stehen wir jetzt schon so auf dem Platz, wo eigentlich langsam das S wie Sevilla kommen sollte. Sevilla hat aber gar kein eigenes Bild, was ja ein bisschen merkwürdig ist. Schließlich findet hier alles statt. Sevilla hat tatsächlich mehrere Aspekte, also wir haben mehr als ein Bild. Und wenn man jetzt mal hier auf den Boden schaut, sehen wir, denn es handelt sich ja um die Provinz Sevillas, nicht nur die Stadt Sevilla. Das ist jetzt der Aspekt unserer Landwirtschaft. Das ist ja der Reichtum überhaupt Andalusiens. Man sieht viele Bäume, das sind natürlich die Olivenbäume, dann haben wir die weißen Flächen, hier wird Baumwolle angebaut, ganz interessant die Eicheln, das Futter im Winter für den iberischen luftgetrockneten Schinken, nicht zu vergessen, also alles das, was man hier hat, von Orangen bis Getreide, man kann sich hier sehr gut selbst versorgen. Und dann immer an der Wand ein Aspekt, normalerweise dann hier aus der Stadt, die Szene, die wir hier sehen, ist in der Tabakfabrik, die es ja tatsächlich noch gibt, das Gebäude. Tabakfabrik, dort wurden natürlich von den Frauen die Zigarren hergestellt, aus den aus Übersee kommenden Tabakblättern. Und in dieser Figaredas, also dieser Frauen, die die Zigarren hergestellt haben, ist auch die Figur der Carmen entstanden. Denn Merimeda, die Geschichte geschrieben hat, aus der Bizet nachher die Oper macht, der ist tatsächlich mehrmals in Sevilla gewesen, kannte bei Schichtwechsel diese lebendigen Frauen, die ja nicht sehr gebildet waren, muss man sagen, wie sie dann laut und lärmend dann aus der Tabakfabrik herausgekommen sind. Und genau darin hat er eben seine sehr lebendige, sehr hübsche Carmen inspiriert. So, das war so fantastisch, diese Information, Raquel. Super, vielen, vielen Dank dafür. Immer gerne. Claro. Und da wir jetzt, glaube ich, so bummelig um die 15 Uhr haben, finde ich, können wir einfach mal Tapas essen, oder? Auf jeden Fall, ja. Gehört auch zur Bildung dazu. Claro, das ist mit das Wichtigste. Und ich würde sagen, wir gehen los. Wir danken dir nochmal. Und wenn ihr möchtet, machen wir es nochmal. Und wir sagen jetzt auf einmal Tschüss, Adios, hasta luego und hasta pronto, tschüss. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und wer ist noch dabei? Micha in Sevilla. Ganz genau. San Luca. In San Luca, genau. San Luca, Major. Mejor, mejor. Annette ist auch da. 3 weiße Schäferhunde haben wir hier. Und natürlich einen spanischen Hofhund, den kleinen Max.
Das war nämlich der beste Freund, ob ihr es glaubt oder nicht, von Sophie. Wir haben damals, beziehungsweise ich habe damals Sophie hier abgeholt, weil sie war nicht rudelfähig, aber Max war ihr bester Freund. Und das ist praktisch ihr Zuhause gewesen und wir sind super gute Freunde, seitdem wir damals hier in Sevilla gelebt haben. Und das ist ein magischer Ort, das ist wirklich ein magischer Platz und Annette und Graham haben hier ein... ja, super viele Wohlfühloasen erschaffen, egal ob Pflanzen, Räume und. Und ich würde euch gerne mit auf diese Reise nehmen. Und wir fangen hier oben an im Indienzimmer. Und ich finde das so, so schön, weil alleine schon die kleinen Details hier, guck mal, hier oben hat Annette mit Holz das alles extra anfertigen lassen. Wie gesagt, das ganze Haus hier ist komplett mit Holz und Lehm, das heißt auch das Klima hier ist absolut fantastisch. Und hier haben wir das Thema Indien. Und was mich wirklich gefreut hat, als wir hier gewohnt haben mit Laura, hat Laura Annette damals zum Abschied dieses Bild gemalt. Kennst du das noch, Micha? Ja, okay. Genau. Und auch das steht hier auf dem Nachttisch. Das finde ich total niedlich. Und ja, so ist es ein bisschen. Die andere Seite zeige ich nicht, weil da unsere kompletten Koffer sind, weil wir jetzt gerade hier oben geschlafen hatten. Aber hier im ganzen Zimmer sind diese Lampen auch, die hier wirklich überall hängen und die Muster abends. Und auch hier die kleinen Details, wenn man rausguckt. Ich gehe einfach, oder auch hier die Betten sind extra mit Holz angefertigt. Und der Ausblick ist natürlich auch fantastisch, wenn man hier durch das Fenster guckt, auch hier durch die Torbogen oder Bögen. Und da hat man natürlich einen ganz tollen Ausblick nach draußen. Auch hier so kleine Details. Hier ist nochmal so eine indische Kleidung, die Annette da mit einfach mal so rein dekoriert hat. Und wenn man hier rausguckt, auch hier was vor den Fenstern, ist es alles speziell von einem Schmied gemacht worden. Das sind praktisch Äste, die so ineinander reingehen, verschlungen sind. Und das sind eben so diese kleinen, wunderschönen Feinheiten, die sich hier auf dem kompletten Grundstück immer wiederholen, egal ob drinnen oder draußen. Ich stehe jetzt hier im Rainforest und Rainforest, also das Zimmer ist natürlich auch total klasse, ganz viel Grün und ich muss wirklich lachen, schon damals, als Annette hier die Affen einfach mal in Yoga-Position gestellt hat und das ist immer wieder lustig, wenn man hier reinkommt. Auch hier der Raum, der ist noch nicht komplett fertig. Wir haben hier gerade, hier kommen neue Klimaanlagen rein, wir hatten hier so einen riesen Kasten stehen, das ist uns egal, wir zeigen es trotzdem einmal, weil auch hier das Badezimmer ist jetzt hier im Raum mit drinne, aber auch hier sind die kleinen Details, so wie die Fliesen und hier hinten auch die Dusche, total schön mit integriert. Also hier hat man wirklich eine wunderbare Dschungel- und Waldstimmung. Hier stehen wir jetzt im Marokko-Zimmer, das ist auch total schön. Das ist so richtig, wie soll ich sagen, gerade hier mit diesen Weinrot- und Orangetönen, also ganz warme Töne. Und auch da war ich damals mit dabei, als wir hier die Vorhänge aufgezogen haben. Also das ist schon ein paar Jahre her. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und auch hier sind wieder die Betten so in diesem maurischen, orientalen Stil. Auch hier natürlich alles mit Lehmwänden, keine Schrauben. Also alles Natürliche spiegelt sich hier in diesen Räumen wieder. Und hier anliegend, ich zeige jetzt mal ein Badezimmer. Das sieht man auch hier unten. Guck mal, Michael, Annette hat alles einzeln selber gemacht. Diese ganzen Ornamente sind mit der Hand gemacht worden. Und das sind eben so diese Specials hier, die sich widerspiegeln. Es ist alles einmalig. Und auch hier haben wir eine Dusche, die behindertengerecht ist, sowie die Fliesen. Ist jetzt auch hier in diesem marokkanischen mit Goldstil. Passt natürlich super mit Weinrot und Orangetönen. Auch hier die Wände haben wir wieder Lehm. Dann hier unten die Fliese. Und hier haben wir ein Stein-Kupferwaschbecken. Hier sind die Gänge zwischen dem alten Haus und dem neuen Haus. Genau, das ist so ein altes spanisches Haus gewesen, so ganz so, wie man sich das vorstellt und auch kennt. Und das ist der neue Anbau. Und guck dir mal den Gang an, das ist echt fantastisch. Hier wurden jetzt die Fliesen eingelassen, auch so wie damals, wie es in diesen maurischen Zeiten war. Da hatte man diese Fliesengänge, wo dann auch das Wasser danach, oder das Wasser beifloss, um was Kühles abzugeben, gerade wenn es so heiß ist. Die Tage werden hier
wird teilweise bis zu über 50 Grad heiß. Und hier, guck mal, diese wunderschönen Äste an den Wänden hat sie gemacht. Und hier auch diese alten Holztüren, auch wie es auch von Conny dekoriert kennt. Natürlich hier mit natürlichen Materialien dran. Und auch das spiegelt sich hier überall wieder. Und das ist natürlich ein absolutes Muss hier. Hier ist der Pool. Den Sprudel haben wir jetzt gerade ausgemacht, weil da muss ein bisschen mehr Wasser rauf. Das war ein bisschen laut. Aber auch hier wird noch eine Rampe fertiggestellt. Behindertengerecht natürlich. Das war, ich war wirklich bin mit Krücke gekommen. Ich hatte einen Kreuzbandschaden gerissen, eine OP und konnte hier wunderbar, kannst du dich noch erinnern, Micha, mit der Krücke. Aber schon 3 Jahre her. Genau, 3 Jahre her. Und das war für mich optimal, hier reinzugehen. Das war wirklich fantastisch. Und ich konnte ohne Krücke wieder nach Hause fliegen. Und hier hat man jetzt noch mal einen Blick. Das ist auch ein neuer, ich sag einfach neuer Anbau auf dem alten Haus. Und auch das hat Annette so mauern lassen und komplett selber angemalt. Sie wollte, dass die Häuser sich hier in die Natur mit einfügen und wurde auch, die ganze Bepflanzung ist natürlich so stehen geblieben, dass sie mit dem Haus zusammen eins wird. Unten kommt ein maurisches Bad, also, und ein Hammam rein. Total klasse. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, gehen wir jetzt einfach mal zum Yoga-Haus. Das ist das Yoga-Haus. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal hoch. Weil das ist hier wirklich ein absolut magischer Ort. Und hier Yoga zu machen, das ist ja eigentlich auch der Sinn. Hier werden Seminare angeboten. Ich glaube, ab dieses Jahr, sagte Annette, da fängt man an mit Yoga und Special-Seminare. Es sind hier ganz viele Plätze geschaffen worden. Hier auch mit Bambus-Labyrinth eigene Plätze, mit Hängematten. Hier sind jetzt auch Hängematten aufgestellt. Am Abend ist es der Hammer. Hier gehen überall maurische Lampen an. Es ist alles beleuchtet. Also sie machen hier wirklich einen magischen Ort und es ist wunderschön. Und wenn man nicht abschalten kann hier, dann weiß ich wirklich nicht wo. Und das ist eben, wie gesagt, hier dieses Yoga-Haus, hier werden auch Yoga-Seminare angeboten und ich finde, das ist wirklich, guck mal hier hinten, Micha, alleine der Bambus, ich weiß noch, wie der ganz klein war und wie der jetzt mittlerweile hier wirklich wunderbar überall herumwächst. Und das ist nachher der Gang, da geht es nachher zum Hammambad. Hier ist es mehr in lila Tönen gemacht, das ist innen drin auch schon wunderschön, noch nicht fertig, aber hier sieht man auch, wie aufwendig und wie viel Inspiration mit den Farben und wie das hier gemacht ist. Die Lampen gehen hier heute Abend an und dann ist das auch alles wunderbar bestrahlt. Und ich würde sagen, wir gehen in das obere Zimmer und dann auf die Dachterrasse. Dieses Zimmer ist wunderschön und von hier kann man auch nachher wunderbar auf den Pool, auf das Yoga-Haus gucken. Hier haben wir auch lila-grün und das habe ich tatsächlich, bin damals mal hierher geflogen und habe mit Annette ganz viel Stoffe gefärbt. Sie ist da wirklich, dass sie ihre eigenen Farben haben möchte und das finde ich total klasse und sie gibt sich so viel Mühe. Ich gehe mit euch mal rüber und dann seht ihr mal, wie die Farben hier miteinander vermischt sind und ich weiß nicht, ob wir die Decke sehen können. Das ist wie ein Himmel gemacht. Und wie so kleine Wolken, also hier diese. Und sogar die WC-Tür, guck mal, wie aufwendig. Alles hier mit der Hand gemalt, ganz filigran und gefällt mir super gut. Und wenn man hier einmal rüber guckt, genau, das sind die Sachen, die wir damals zusammen auch gefärbt haben. Und das hatten wir alles gefärbt, aufgehängt, auch sehr kuschelig. Und jetzt kommt der Clou, Micha, weil hier ist ja ein Schrank, aber von hier kommen wir rüber und da ist nämlich noch ein Zimmer und das zeige ich euch. Der Raum ist optimal, weil hier haben ganz viele Leute Platz. Entweder man kommt als Gruppe, dann ist es natürlich optimal. Diese Betten, die kann man auch ausziehen. Da kann ich mich dran erinnern, weil die hatte ich mit Annette nämlich damals zusammen hier aufgebaut. Die Doppelbetten sind zusätzlich reingekommen und man kann hier von außen, es gibt eine Außentreppe, man kann von außen, ist es separat, man kann das auch abschließen und dann kann man auch hier separat nochmal reinkommen. Also ihr seht, es gibt wirklich in jedem Raum, ja, es ist für jeden was dabei und auch die kleinen Badezimmer. Ich würde das gerne nochmal zeigen. Auch hier ist es farblich angepasst und dann hat man hier auch, guck mal hier, das kleine Waschbecken. Huch, ich habe hier gerade die Lüftung angemacht. Und wenn man hier rausguckt, Micha, das ist der Oberhammer. Ihr seid am Duschen und dann hat man den Blick hier auf die Palme und guck mal, wie wunderschön hier die Fenster sind. Ab auf die Wendeltreppe, Micha, und wir gehen mal eben hoch.
Jetzt stehen wir hier oben auf der Dachterrasse und das ist jetzt mal richtig angenehm. Hier ist wirklich ein kleines Lüftchen. Wir haben hier ein bisschen Wind, was auch eigentlich im Sommer, es ist ja noch Sommer, auch seltener ist. Aber heute haben wir echt Glück. Und wenn man hier guckt, Micha, hier den Sonnenuntergang, das ist natürlich auch ein fantastisches Bild. Egal welchen Untergang oder auch Aufgang man hat, es ist wunderschön. Und hier hat man eine tolle Ecke, zum Beispiel, wenn man gerne Sukkulenten mag. Sukkulenten, Kakteen, Wüstenpflanzen. Da hat Annette hier einfach mal so eine mediterrane Ecke gemacht. Und auch auf der anderen Seite sind alles schöne Pflanzen. Und das ist auch ein wirklich toller Wohlfühlplatz. Und wenn wir hier rüber gehen, hier haben wir nochmal so eine Schildecke. Und auch hier habt ihr nochmal einen super Blick. Hier hat sie mehr oder weniger die Palmen. Es war super heiß, das muss man dazu sagen. Es ist ganz viel hier kaputt gegangen in Sevilla. Es waren 4 Hitzewellen. Es war wirklich über 50 Grad. Und da haben natürlich auch die Pflanzen tierisch gelitten. Es war viel Feuer hier. Aber ich finde, dafür hat sich das doch noch ganz gut gehalten. Und hier hat man eine super Schillecke und einen fantastischen Blick auch nochmal auf das Yoga-Haus, auf den Pool und ja, auf viele Bäume. Und das war's. Und guck mal an, wer alles kommt. Alle Hunde sind da. Alle dabei. Die Katzen sind gerade nicht da, aber die Hunde sind da. Und alle gehören dazu. Und das ist nämlich dieser magische Ort. Und wir hoffen sehr, dass ihr euch, ja, dass wir euch inspirieren konnten. Vielleicht mit ein paar schönen Ecken. Wenn ihr mal Yoga-Seminare machen wollt, habt ihr hier auch einen schönen Platz. Aber wie gesagt, es ist einfach schön. Und guck mal hier, hier wird dann zusammen gegessen. Hier kann man die Tische nämlich stellen, wie man will. Und wenn ihr die letzten Filme gesehen habt, da hatten wir hier auch ein tolles Dinner gemacht, also einen tollen Tisch gedeckt und haben hier zusammen gegessen. Wir waren auch mit denen in Malaga drüben und haben auch nochmal tolle Dekos gemacht. Und wir hoffen, dass euch das alles gefallen hat. Wir haben ein bisschen Urlaub mitgebracht. Hier ist es Urlaub. Das ist eine tolle Ecke hier. Und es hat uns wirklich sehr gefreut, hier mit euch noch ein bisschen Inspiration zu kriegen. Also ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, würden wir uns sehr über den Daumen hoch freuen. Und natürlich gerne, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht es doch mal. Und ganz wichtig, bitte schreibt in den Kommentaren mal, wie euch das so gefallen hat. Das wird uns wirklich super interessieren. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, die nächsten Monate, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder hierher zu kommen. Wir tun es immer mindestens einmal im Jahr, wenn es geht. Und ob ihr noch mal wieder irgendwelche Deko-Ideen sehen wollt. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch. Wir kommen wieder nach Hause. Bis dann, eure Conny und? Ja, Micha. Ganz genau, aus Sevilla. Tschüss. Tschüss.